Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute dieses Headpiece hier machen. Und let's go! Mein Kostüm für die Spooktober-Reihe wird ein pinkes Glitzeri. Und dazu werde ich mir jetzt erstmal das Geweih machen. Zunächst nehme ich mir etwas Draht. Es sollte wirklich dickerer Draht sein. Es kann ruhig Aluminiumdraht sein, das ist nicht das Problem. Aber er sollte auf jeden Fall dicker sein, damit das Ganze auch an Stabilität gewinnt. Und davon nehme ich mir so einen guten Meter. Und diesen Meter teile ich in zwei Hälften. Da ein Geweih ja aus zwei Teilen besteht und es ungefähr symmetrisch sein soll, legt man einmal auf die Hälfte und schneidet das Ganze dann durch. Jetzt müsst ihr gucken, wo ihr eure Hörner fürs Geweih anbringen wollt. Das Ganze auch ungefähr wieder auf die Hälfte. Und wichtig, richtig festdrücken. Wenn man das mit den Fingern nicht schafft, einfach eine Zange zu Hilfe nehmen. Dann nochmal so ein, zwei Mal festdrehen, damit es auch wirklich hält. Und dann kann man es schon in Form biegen, wie man es möchte. Und das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. So, und jetzt kann man sich auch etwas dünneren Draht nehmen und noch weitere kleinere Hörnchen dran machen, so viele wie man möchte. Falls die kleineren Drahtstücke nicht halten sollen, kann man sie auch mit Tesafilm fixieren. Wenn man dann zufrieden ist mit seinem Geweih, kann man das Ganze mit Alufolie umwickeln. Wenn man damit zufrieden ist, kann man dann zum nächsten Schritt übergehen. Das Ganze nochmal mit Masking Tape umwickeln. Wenn das Ganze dann so aussieht, macht man ganz viele Zeitungspapierschnipsel und rührt Kleister an. Und dann werden wir das Ganze nochmal damit verkleiden. Und jetzt wartet man, bis alles gut durchgetrocknet ist. Am besten, man lässt es über Nacht trocknen. Und danach können wir es grundieren. Wenn das Ganze dann gut durchgetrocknet ist, kann man es mit Gesso anmalen. Das ist ein Primer, der dafür sorgt, dass der Untergrund nicht mehr so saugstark ist. Also, dass die Farbe besser zur Geltung kommt und man nicht so viel Farbe verwenden muss. Und von dem ganzen Dreck mal so 3 bis 4 Schichten auf, bis alles gut deckend ist und lässt das Ganze dann gut durchtrocknen. Wenn dann alles gut durchgetrocknet ist, kann man es anmalen. Und ich werde das hier mit Airbrush-Farben ansprühen, die so einen Pearl-Effekt haben, also so einen Perlmutt-Schimmer. Einmal komplett in Weiß und mit Rosa werde ich vielleicht ein paar Akzente setzen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich werde es an einer Stelle ausprobieren und entweder ich nehme dieses Zeugs hier oder ich nehme normale, matte, rosa Acrylfarbe. Und nachdem alles getrocknet ist, kann man das Ganze auch wieder mit Blumen, Perlen oder was man eben möchte verzieren.
So, was fehlt einem Reh jetzt noch, wenn es ein Geweih hat? Die Ohren. Ich werde dafür jetzt solche Flauschesocken verwenden. Ich brauche nur einen, weil man hat ja dann gleich zwei Ohren. Und für das Innenfutter habe ich so einen Schal bei Teddy gefunden. Der war auf 50 Cent reduziert, also sehr, sehr günstig. Und ich würde sagen, dann schneiden wir das Ganze jetzt mal zurecht. Das Ganze nähen wir jetzt zusammen. Und wenn man es dann fertig genäht hat, kann man es ganz einfach von innen nach außen stülpen. Nun werde ich wieder Draht nehmen, damit ich die Ohren auch biegen kann. Und jetzt kann man die Ohren mit etwas Heißkleber festkleben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.